Leica EcoVip. Heute schauen wir uns mal ein zweites Modell an, etwas anders. Und beim ersten Leica haben wir ja schon nicht schlecht gestaunt, wie die Inneneinrichtung war. Richtig edel und luxuriös. Ja, die sah wirklich schön aus. Marlene, silbernes Fahrerhaus auf natürlich Fiat. Er wird in der Toskana gebaut. Hier vorne hast du Windhunde. Das haben wir schon mal gesehen. Also es könnte so sein, es kann aber auch was ganz anderes sein. Aber für uns sieht es aus wie Windhunde. Die Powermaschine. Mit Flügel, ne? Mit Flügel. 160 PS. Cooler Aufbau. So ganz harmlos. Aber innen, da ist es dann wirklich ganz edel. Ja. Und man sieht auch schon so, ja, Messepreis 79.990. Wir sind in der Oberklasse. Listenpreis hier 92.482 Euro. Und 160 PS Automatikgetriebe, Heavy Fahrgestell, 4,25 Tonnen, Kraftstofftank 90 Liter und. So sieht er dann von der Seite aus. Wir gucken uns hier mal gerade von hinten an. Rahmenfenster, also die sind bündig, flächenbündig. Sides. Und das ist das Heck. So richtiger Liner mit Doppelkamera drin. Schon was ganz anderes. So, mach mal auf. So. Sieht man 32 Zoll Teleco-Fernseher schon mal drin, ein Zenec-Navigationssystem. Und Autos sind ganz neu gekommen. Belastbarer Boden, elektrischer Wasserablassfunktion. Mal kurz rüber. Da ist die Wasserpumpe. Die machen wir gleich mal aus. Ja, ich wollte gerade sagen, die läuft. Ja. Mit übrigens, also so ein ganz kleines Detail, machen wir mal auf. Ja. Da ist ein Ausgleichsgefäß mit drin. Da hast du also hier vorne nochmal ein Ausgleichsgefäß, dass also er nicht dauernd an und ausgeht beim Pumpen. Wenn ich das in der Mitte noch öffnen soll? Nee, es passt. Geht. Also jede Menge Staufächer und auch hinten nochmal Staufächer. Die Seite rum, die sind hier nochmal drin. Und eine zentrale Steuerung, das heißt, du hast ein Schloss, das zentral denn beides dann bewegt. Deswegen auch dieser große Hebel, der, wenn du den drehst, mach nochmal. Nochmal. Genau, dann sieht man, dann werden beide zugemacht auf einmal. Okay. So, eine Kassettentoilette. Und hier nochmal ein Staufach, Doppelboden. Oh ja. Der geht bis hinten hindurch. Kann man also Ski und so weiter lagern. Da kannst du wahrscheinlich von oben wieder dran. Ja. Gesehen. So, wir gehen direkt mal rein. EcoVip L3019 mit Hubbett. Und vom Design her etwas anderes Holz. Schuhfach. Beleuchtet. Wir sind bei der Freistadt übrigens in Sulzemoos. Ein Fernseher, den kennst du schon, den kann man rausziehen. Das können wir gleich mal machen. Hier vorne hat man dann die Halterung, man hat insgesamt eine Stufe. Die Aufbautür mit Gasdruckdämpfer, Außenbeleuchtung, Markise. Der klassischen Sitzgruppenanordnung. Was direkt mal auffällt, trotz Hubbett hohe Stehhöhe. Okay. Und wieder mal dieses Design, was so ganz erhaben ist. Ja, es wirkt sehr edel. Weißes Leder, das große Zenec, die Neungang-Automatik, 160 PS. Mach da mal auf. Sogar eine Ambiente Beleuchtung im Hubbett drin.
Dann diese Polster, das haben wir eben schon gesehen, mit den zwei Farben, die hier drin sind. In Silber auch. Der Tisch lässt sich dann mehrfach verstellen. An der Seite habe ich dann noch eine Sitzgruppe. Ja, der Fernseher, kriegst du den raus? Ja. Ja, die Freunde ist, weil oben drüber ist das Hubbett. Oder wir können erst mal das Hubbett runterlassen. Wäre das eine Idee? Dann lassen wir das Hubbett runter. Der Schalter ist oben am Hubbett, siehst du? Ja. Okay, ich muss ja nichts machen. Nö, muss nichts machen. Sollte direkt gehen. Das war's? Ja. Genau, dann müsstest du jetzt da oben sein. Genau. Sag mal Hallo. Okay. Okay, also großes Hubbett. Da verweise ich übrigens auf das andere Video, das gleiche Hubbett drin. Das scheint bei Italienern sehr beliebt zu sein. Da kann man abtrennen. Cool, Fass haben wir hoch. Und schwuppdiwupp, Hubbett weg. Ja. Es geht ein bisschen Stehhöhe verloren, aber das ist auch hier oben in dem Bereich, hast du die wieder, die Stehhöhe, komplett mit drin. Und hast dann auch hier die Vereinzelung. So, jetzt können wir uns mal den Fernseher wagen. Hast schon gehofft, dieser Kelch geht an dir vorüber? Ich sehe den Hebel. Du siehst den Hebel? Ich finde den Hebel immer nie, ne? Das ist ja immer die Freude, die ich habe. Du, es ist made in Italy, also es muss gehen. Sonst gehen die auf die Straße. So, jetzt kannst du ihn rausziehen und dann einmal drehen. Ja, und es quietscht nicht. Nein. Ja, es rastet sogar richtig ein. Also großer 32 Zoll Fernseher, sieht man immer öfter, also dass so die kleineren Fernseher, die 24 Zoll, das ist okay, aber so 32 Zoll, Leute haben ja zu Hause dann schon 70 Zoll, ja, dann darf es auch mal ein bisschen größer sein im Wohnmobil. Ich weiß nicht, ob jeder 70 Zoll zu Hause hat. Oder 80, schauen. So, hier hat man dann noch wie beim Cockpit. Das hier sieht aus wie ein Flugzeug. Original, ja, oder? Schon. Auch diese, hier, wie man das auch öffnet. Ne? Diese, hörst du diese? Wie im Flugzeug. Diese Pardon, das war jetzt so flott. Ja, ich bin abgerutscht. Und dann dieses Klack. Wie im Flugzeug, wirklich. Ist dann auch so eine Durchsage, wenn du losfährst, die dann kommt? Bitte schneiden Sie sich an. Genau. Vielleicht. So, und da ist die Technik. Ah, du willst es wissen, gell? Willst du nochmal reinklappen? Nee, es hat einmal Klack gemacht, also ja, es ist irgendwo eingerastet. Es ist eingerastet, ne? Du hast wir, bevor wir jetzt hier uns lächerlich machen, hast es. Das ist ja die eine Vorrichtung. Du kannst ja schon mal weitermachen, weil ich teste. Okay, so, ich moderiere jetzt mal 10 Minuten, bis sie. Also ich guck dir noch ein bisschen zu. Diese Vorrichtung hat doch mit dem hier nichts am Hut. Nee, hat nichts zu tun. Aber wenn du einfach mal drehst, ich glaub, du musst einfach nur drehen. Wirklich. Einfach nur drehen. Da ist auch nichts mehr. Ja, dreh mal. In welche Richtung war der? In die Richtung, genau. Geht. Da, siehst du? Da ist auch nichts. Da ist nichts. So, und jetzt ist er drin. Von alleine. Und dann einfach nur andrücken, oder? Ja. Ich schaue es mir nochmal genau an. Aber ja. Und das war's. Kommt oft schon dieser Haken, ne? Ja. Jetzt hängt er quer während der Fahrt. Das wäre es ja, ne? Wenn man auch nur so gucken könnte. Vielleicht könnte man das Bild ja auch umstellen. So für die Werbung bei YouTube. Ja. Hochkant, wie beim Handy. Instagram. Kannst Instagram gucken. So, hier hat man auch wie im Cockpit, hat man so diese Shades davor, diese Ausschnitte. Genau. Liegengitter und dann komplett hoch. Drücken. Dann geht's hoch. Und es ist komplett verdunkelt. Also man kann von außen nicht reingucken. Wir haben es schon probiert. Es geht nicht. So typisch italienisch, toskanisch. Das Verdunkelungssystem ist übrigens hier in der Seite drin zum Rausziehen. Integriert auf beiden Seiten. Gut. Komm, lass uns mal zur Küche gehen, denn
bei der Toskana kommt mir direkt so Spaghetti Bolognese. Was ist das hier? Was kann das? Das ist die Gasflaschenumschaltung. Wenn du zwei Gasflaschen hast, kannst du die umschalten. Okay. Do Control mit drin. Oder eine geht leer, dann geht automatisch die andere an. Das ist unser Dunstabzug nach außen. Da sieht man also mit wieder nach außen. Mit einem Schacht nach außen. Sehr schön. So, diesmal Flugzeug in Silber. Lämpchen. Genau. Drei Flammen. Genau. Guck mal hier mit den Schaltern hier ein bisschen anders wie normal. Ja. Riffelblech. Das gefällt mir gut. Und wir haben hier diesmal sogar die. Hallo! Die tiefe Spüle. Nicht nur die. Zwei. Guck mal, du hast zwei Stück. Hallo, hallo! Zweimal Spüle. Aber echt tief. Also ist. Die sind wirklich tief. Sehr tief. Hier vorne hast du auch noch so passiv beleuchtete oder ich sag mal hintergrundbeleuchtete Schubladen. Es ist Drehtag Nummer 5 bei. Ne, einmal feste drücken. Jetzt. Jetzt sind sie offen. Ja, das war so der. Okay, das ist klar, die Aussparung zum Becken. Alles so auch handwerklich gemacht. Da war draußen. Zieh mal. Da mal rein filmen kann. Wie das schön, dass sie gemacht ist. Toll an. Selbst einziehend. Ja. Müsste ich gar nicht. Noch mehr Stauraum. Was ist hier drunter unter dem. Unter der Revisionsklappe. Da ist der Platz für eine zweite Batterie. Ah ja. Und daneben an ist die erste Batterie. Das konnte ich schon sehen. Warte. Oder ein Staufach. Staufach. Servus. Servus. Und hier? Wenn wir schon dabei sind. Auch nochmal. Staufach. Toll. Ich glaube, das war das von der Seite, was wir eben gesehen haben, wo wir reingeguckt haben. Gut. So, haben wir die schon gehabt? Nee, noch nicht. Nee, die hat man nicht. Hier ist dann wieder Besteckkasten. Dann haben wir hier noch mehr Stauraum für 15, bis zu 15 Kilo belastbar. Und hier unten nur noch ein kleines Schränkchen, weil, was ist da drunter, Sven? Der anderen Seite wahrscheinlich Gas oder so irgendwas, also nochmal ein Fach, genau. Was von außen dann zugänglich ist, wo wir leider nicht rankommen, weil das Fahrzeug direkt nebenan steht. Ja. Der riesen Kühlschrank von Tedford. Ja, die Öffnung ist hier. Der altbekannte mit Eisfach und der Box. Genau. Okay. Und genauso groß wie Marlene. Ja. Dann hier das Fach für die Süßigkeiten, wo der Sohn nicht rankommt, weil er genau. So hoch ist. Ah ne, vom Bett aus gehen wir ran. Auch vom Bett aus, ja. Da hast du dann nochmal hier ein Fenster. Ich glaube, hier sind wieder diese. Ja, die Minischränkchen. Die hier wieder. Achso, die Abschwerventile fürs Gas. Ja, genau. So, Bad, jetzt bin ich mal gespannt. Auch hier kannst du richtig zumachen. Hast also hier den du zumachen kannst. Komm nochmal rein. Und jetzt hast du hier, guck mal, Handtuchhalter, drei Stück. Oh ja, das ist schön gelöst. Die brauchst du wirklich. Na, wo soll man denn seine nassen Tücher immer aufhängen? Dann Dusche, der Nassbereich. Ja. Mit einem Vorhang. Warte, ich schau mal, ob wir nochmal nehmen. Ja, das wäre Licht. Auch nochmal. Für Skiklamotten oder egal. Push-Schrank. Warte, ich film mal gerade rein. Okay. Nochmal. Da ist die Toilette mit Fenster. Waschbecken. Warte, ich zeig mal ganz Waschbecken oben. Ist das, was ist das für Material, das Waschbecken? Ist das Keramik? Nee, das ist Kunststoff. Kunststoff. Okay. Und hier hast du dann auch wieder ein bisschen Stauraum und Toilettenpapier kommt von innen und nach außen das Papier. Jetzt raus. Das ist die Dusche. Genau, wenn du duschen möchtest. Für den schönen Durchzug dieses kleine Fensterchen mit drin. Du hast ein Schwenkbad, Marlene. Du
du hast eins. Ja. Guck mal. Deswegen, komm, ne? Komm, wir ziehen das mal raus. Hab mich schon gewundert, weil es kann nicht nass werden, das hier. Da wird ja alles nass werden. Und jetzt kannst du es umschwenken. Toll. Guck mal, wie. Okay. Warte, wie genau das passt, oder? Ja, Wahnsinn. Jeder Millimeter hier. Jeder Millimeter genutzt. Aber irgendwo? Ah, ich glaube, guck mal hier oben, der Handtuchhalter. Ach ja. Der könnte stören. Naja, aber irgendwas. Was anderes stört noch? Die Toilette ist, glaube ich, jetzt noch nicht richtig rum. Ah, die musst du gerade rücken, gell? Ja. Dann mach das mal. Oh, genau. Da, den. Nee, oben dran. Einfach drehen. Ah, ja. So, und jetzt könnte es sein, dass es geht. Ich hoffe, das ist das wahr. Was muss das hier? So, da oben ist es dran. Oder ich sehe es erstmal oben fest. Ja, das war die Toilette. Toilette und jetzt hast du einen. Wahnsinn. Also jetzt hast du wirklich Platz zum Duschen. Hier hast du nochmal hier in der Ecke nochmal Abstellfächer für Duschgel, Shampoo und so weiter. Und dann schließt du das einfach hier mit dem Vorhang. Und hier sind auch nochmal hier die Magnete. Zum Zumachen. Hier ist eine Leiste. Klack. Also die Magnete gehen dann so zu, dass es dicht ist. Ja. Eigene Dusche mit Schwenkbad. Okay. Okay. So, next turn. Mach mal zu. Ja, warte. Machen wir das Bad. Jetzt kommt das Bad wieder zum Vorschein. Stell dir vor, das wird zu Hause irgendwann mal so, wenn wir alle keinen Platz mehr haben. Du lebst in einem Schwenkbad. Ja. So, jetzt darfst du mal alles an Licht anschalten, was du findest hier im Bereich. Ich gebe diese kleine Lämpchen da unten. So, mach mal alles an, was man anschalten kann. Ich irgendwo was finden, dann bin ich jetzt auf den Schalter. Warte, ich mache nur meine Treppe raus. Ja. Wenn die rausgeht, stopp, tut sie. Das ist die Treppe und die Lichtschalter bräuchten wir. Dann schalten wir das mal ganz kurz ein. Dass wir das haben. Ja, denn ich wollte nämlich einmal das Ambiente-Licht zeigen, ohne dass ich alles erschlage mit meinem Kameralicht. Wie sich das Ganze anfühlt. Hier oben hast du noch Licht, guck mal. Ja, und wie geht das an? Weiß ich nicht. Das werden wir finden. Hier ist auch nochmal TV-Anschluss. Ja, also der Fernseher wäre dann quasi hier in der Ecke. Ja. Hier sind noch Lämpchen. Nein. Also mir langt das jetzt schon. Ja, aber das ist garantiert von vorne, ich schätze ich mal, das Hauptlicht irgendwie, der Hauptschalter. Ja. Genau, und du dich mal hinlegst. Ich deute das mal an, ne? Da hast du denn richtig viel Platz auf beiden Seiten. Okay. So. Hier ist ein Kleiderschrank, der noch drunter. Genau, hier haben wir ja auch wieder die ganzen. Ich fange mal von. Unten an, oder? Mhm. In der Schublade haben wir ja den ersten Stauraum. Und wenn ich dann hier die Knöpfe leicht antippe, leicht runter fixiere und dann die Schublade auch einschieben, dann habe ich den nächsten. Ich glaube, wir machen das Licht mal ganz kurz an, dass wir das mal sehen. Ganz kurz einen Augenblick. Dann haben wir das. Und da müsste jetzt das Licht angehen. Nee, hat noch nicht gefunkt, oder? Nee, vielleicht ist es mit drin. Warte, ich gehe mal gerade ein bisschen runter, dann sieht man es trotzdem. Hier hat man auch nochmal Stauraum drin. Da hat man ja hier diese Schublade für Kleinteile. Ja. Und war die schon offen? Ja. Genau, wenn du mal ganz kleines bisschen zurückgehst. Nochmal eine Schublade. Da ist eine große Schublade drin. Und auf der anderen Seite hat man ja dann den Kleiderschrank, den du rausziehen kannst. Hoch. Andere Seite öffnen. Genau. Hast du ja schon gesagt, das hier ist auch beleuchtet. Und du kannst natürlich im Bodenbereich ja auch nochmal so, Sachen lagern. Da unten ist der Stromanschluss mit der Sicherung. Die ist direkt auch im Stromanschluss. Sehr witzig. Cool. Toll, echt. So, und da ist dann nochmal die Einlage. Wenn ich dann eine Liegewiese draus machen möchte, das geht auch. Genau. Zwei Leitern sind dabei. Genau. Einmal für Liegewiese, einmal für. Hier vorne. Das Bett. Oder hinteren Bereich, genau, Bett. Und das ist der Blick dann ins ambiente, beleuchtete Fahrzeug. Und es wird schon langsam dunkel draußen.
5 Uhr, ja? 5 Uhr. So, wir machen Cut. Du nimmst dein Handy noch mit. Das ist uns das Bedienfeld. Eine Truma 6. Das Bedienfeld hier auf der Seite. Hier ist die SAT-Anlage drin. Und wir gehen mal raus, machen Abmoderation. Da ist er, der Ecovip L3019. Modelljahr 2021 in der Motorversion 160 PS mit Automatikgetriebe für 79.990 Euro. Und so sieht er komplett aus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war unsere Session aus Sulzemoos bei der Freistaat. Und wir kommen demnächst mal wieder. Ganz viele Videos haben wir gedreht. Hat es dir gefallen? Ja, es war sehr aufregend. Anstrengend. Aufregend. 5 Tage. Es war aufregend. Danke, tschüss. Tschüss.